Jetzt geht die EM 2024 los. Gesucht wird die beste Mannschaft des Kontinents. Hallo liebe Fußballfans, willkommen im Volksparkstadion. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel. Die gewohnten Kommentatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann dürfen Sie auch heute wieder durch diese Partie begleiten. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Ukraine gegen Spanien. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Ferran Torres. Da ist die Hereingabe. Keine echte Gefahr, der Kopfball landet neben dem Tor. Könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Ein ganz toller Spieler, vor allem auch, was sein Kopfballspiel angeht, sein Teil. Gabi! So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Da ist das Tor nochmal und wir sehen es ja, setzt sich durch, setzt den Körper ein und macht dann eiskalt das Tor. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Es geht weiter, Rückstand also für die Ukraine. Mal sehen, ob sie eine schnelle Antwort finden. Ist das das Tor? Der Ball geht an den Posten. Da hätten sie fast mit dem Ausgleich belohnt, aber kein Glück in dieser Szene. Alu-Treffer und man spürt den Frust bis hier oben auf die Kommentatorenplätze. Merino. Jetzt haben sie den Ball. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Stepanenko. Er gibt den Ballbesitzer. Wie viel mehr Regen im Angriff? Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Schön geklärt. Fall.
Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Antritt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Klasse Aktion. Das war eine wirklich starke Leistung von Gavi vor der Pause, oder Buschi? Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Das war natürlich. Man merkt, sie wollen diesen Ausgleich, sind sehr aktiv und
Tor für die Spanier. Damit führen sie nun mit 2 Toren. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann nicht lange gefackelt, zieht ab und wird mit einem tollen Tor belohnt. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ruslan Malinowski. Balleroberung. Was für Lauf kommt jetzt das Abspiel? Platz auf Außen für Spanien. Die Flanke jetzt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Gut reingespielt. Jetzt ist Platz für den Konter. Abwehr sucht doch nach ihrer Formation. Ja, einen Moment gut aufmerksam. Weg ist der Ball, weg ist die Konterchance. Morata. Super durchgesetzt. Riesenchance. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Das war heute keine gute Leistung, wissen Sie auch, vor allem defensiv. Da waren immer wieder große Lücken. Und diese Unaufmerksamkeiten, die kannst du dir nicht erlauben, schon gar nicht gegen diesen Gegner. Dann gibt's die Niederlage und die war am Ende dann doch ziemlich deutlich. Von Gabi haben wir heute wirklich ein ganz starkes Spiel gesehen, oder Buschi? Ganz toll, also überragend. Hat dich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.